Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute schauen wir uns zwei außergewöhnliche Liner Locktaschenmesser von Claude Ozon mit einem Griff aus Damast, auch eine Klinge aus Damast. Und zusätzlich haben wir hier noch jeweils Horn- und Widerhornstücke. Die Taschenmesser kosten 395 Euro und die schauen wir uns gleich an. Heute habe ich meinen Assistenten dabei, meine Katze Joelle. Die möchte hier mitgucken, ist total neugierig, ist aber natürlich mit den ganzen vielen Messern ein bisschen gefährlich. Deswegen sagen wir jetzt mal Tschüss, Katzelein. Ja, die Liner Lock Kollektion von Claude Ozon, das ist mittlerweile richtig zu einer ganz, ganz großen Palette an unterschiedlichen Taschenmessern. Und heute zeige ich euch zwei Taschenmesser aus der Serie Tremor. Und zwar beide sind komplett aus Damast, wie man da hier auch sehr schön sehen kann. Aber bevor wir uns die mal genau angucken und auch vielleicht ein bisschen Ausblick bekommen von den anderen, die noch kommen werden, erzähle ich mal ganz kurz zu Claude Ozon. Ich zeige im Hintergrund parallel entsprechend einige Videos aus der Schmiede und auch einige Bilder. Und daran kann man etwas sehen. Nach wie vor sind Lagiol und Teermesser wirklich komplett, also fast komplett aus per Hand hergestellt. Dennoch hat die Schmiede Claude Ozon mit etwa 35 Mitarbeitern in der zweiten Generation jetzt die Tochter, die Claudine Ozon, hat die Geschäfte schon einige Zeit übernommen. Der Vater und die Mutter arbeiten aber immer noch in der Firma. Und Claude Ozon hat also einige Maschinen aus Deutschland übrigens, und mit diesen Maschinen werden gewisse Vorarbeiten schon erledigt. Zum Beispiel, wie man es gerade sehen kann, werden da die Griffe schon mal in Form gebracht, um eine gewisse Kosteneffizienz zu erreichen. Man muss sich vorstellen, bei den kleinen Schmieden, wie zum Beispiel Lagiol du Barry oder Le Fidel, da hat man solche Maschinen nicht, und deswegen werden da alle Arbeiten, das heißt also wirklich auch die Informbringen des Griffes, wirklich per Hand gemacht, was eine sehr, sehr lange und aufwendige Verarbeitung benötigt, während hier bei Claude Ozon, die haben mit Hilfe von diesen modernen Maschinen versucht, bestimmte kleinere Arbeiten schon mal vorwegzunehmen, so dass der Messermacher nachher natürlich etwas weniger Arbeit hat. Das bedeutet letztlich für dich als Kunde, dass diese Taschenmesser von Claude Ozon immer noch eine hohe Qualität haben, immer noch made in France, immer noch handmade in France sind, aber dennoch vom Preis her noch etwas günstiger sind. Man muss ja überlegen, dass natürlich Claude Ozon mit den 25 bis 30 Mitarbeitern auch eine gewisse Größe hat und eine Menge an Produkte herstellt, die natürlich in hundertprozentige kleinen Handarbeit nicht mehr machen lassen. Zudem ist die Claudine Ozon voller Ideen, die wirklich innovativ auch eigene Messereien herausbringen. Also nicht nur Thiers und Lagiol Taschenmesser und Steakmesser, sondern wirklich auch komplett eigene Kreationen mit ganz anderen Messerformen als diese zwei sehr bekannten. So haben wir zum Beispiel auch jetzt hier bei dieser Liner Lock auch eine eigene Reihe. Die Claudine Ozon hat schon vor einiger Zeit begonnen, diese Liner Lock Serie zu verkaufen. Mittlerweile ist es sehr erfolgreich, und das hat auch dazu geführt, dass jetzt gerade dieses Jahr diese Familie von Liner Lock sehr, sehr stark geweitet wurde mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Taschenmesser. Ich zeige gleich noch mal einige nur so als Vorausschau von das, was da kommt. Da muss ich die Videos ja auch noch machen und die Produkte auch entsprechend fotografieren und ins Programm aufnehmen. Aber heute geht es, wie ich eben sagte, erstmal um diese zwei wunderschönen Taschenmesser, Thiers-Taschenmesser. Die gibt es übrigens, diese Liner Lock Serie, einmal als Thiers-Taschenmesser und einmal auch als Lagiol-Taschenmesser, also in der Form Lagiol und der Form Thiers. Das Besondere dabei ist hier, wie wir sehen, erstmal, dass die komplett aus Damast sind. Und man überlegt, dass die nur 395 Euro kosten, ist es ja gar nicht mal so viel, weil wir hier sehr, sehr viel Damast haben. Es ist Balbach-Damast, also rostfrei, sodass es nicht gefleckt werden muss. Und
Wir sehen hier, ich finde die Idee, wie hier Claude Ozorm diese Gelenk hier gelöst hat, finde ich auch so ordentlich interessant, weil wir hier auch Damast haben. Einzige Stelle, die hier nicht Damast ist, ist diese Schraube. Mit dieser Schraube hier vorne ergibt sich die Möglichkeit, dass wir die Stärke, das heißt also, wir dieses Gelenk entsprechend nochmal ein bisschen fester ziehen. Und Claude Ozorm liefert auch gleich ein solches Werkzeug mit dabei, das ist im Paket dabei, so dass man hier entsprechend vernünftig und schön das Ganze feststellen kann, wenn es mal ein bisschen gelockert wird. Dieser Leinenlock-Konzept hat hier eine Feder, so dass wir hier auch eine Arretierung haben, eine Leinenlock-Arretierung, das heißt, die Klinge geht nicht zu, erst wenn wir hier entsprechend diese vorne diese Feder bewegen, dann erst können wir diese Klinge bewegen. Und wenn wir die öffnen, arretiert ihr auch, klack, und jetzt lässt sich nicht mehr zumachen. Dafür haben wir hier eine sehr schön stilisierte Feder. Ich finde sehr, sehr schön optisch auch gelöst. Und wenn man hier drauf drückt, dann kann man es entsprechend zumachen. Meine zwei Kätzchen möchten ja hier dabei sein, richtig. Die möchten immer mit dabei sein, wo ich auch bin. Und die heißen Joel und Philou. Und ich nenne die immer so gerne Hundekatzen, das heißt, sie möchten immer gerne da sein, wo ich auch bin, ob ich im Büro bin oder gerade hier beim Filmen. Und deswegen miauen die, weil die geschlossene Türen überhaupt nicht mögen. Und die möchten gerne auch immer mit hier reinkommen und mitfilmen. Aber es ist immer so eine Sache, weil hier natürlich auch Messer, offene Messer sind. Und da muss man natürlich gucken, dass die sich nicht verletzen. So, kommen wir wieder zurück zu den Taschenmesser. So, hier finde ich einfach alles sehr, sehr schön gelöst, auch wie eben sagte, das, weil es komplett aus rostfreiem Stahl sind, selbst diese schöne Abdeckung hier von der Schraube, nur diese Schraube hier entsprechend wurde nicht aus Damast gemacht, warum auch immer. Und das Problem hier bei diesem Taschenmesser ist natürlich, dass der Griff von der Ergonomie her und von der Haptik, wenn ich es anfasse, natürlich nicht so gerade, würde ich sagen, für schwere Arbeiten gemacht sind. Ich kann jetzt nicht lange anfangen zu schnitzen oder schwere Sachen zu schneiden, weil es natürlich, das ist hier relativ dünn, wenn ich es hier festhalte, dann tut es natürlich auf Dauer weh, wenn ich hier greife. Diese Taschenmesserei ist ja auch nicht dafür gemacht, das richtig in den Wald mitzunehmen als Automesser, sondern ich sehe den Gebrauch von diesem Taschenmesser eher darin, dass man es mitnimmt, wenn man sich überlegt, ich mache ja nochmal zu, das Taschenmesser ist wirklich sehr, sehr dünn, wenn man sich das anguckt, ja, sehr flach, hat dennoch eine vernünftig große Klinge, aber weil er so flach ist, kann ich super überall mitnehmen. In jeder Hosentasche, Damentasche, wo auch immer. Ich kann es hervorragend mitnehmen und es stört nicht. Es ist sehr, sehr leicht. Die Daten habe ich entsprechend hier eingeblendet. Und da liegt der Vorteil, dass ich immer ein Messer bei mir habe, womit ich immer Kleinigkeiten schneiden kann. Und es gibt natürlich Wurstis, Käse, Tomaten oder auch im Restaurant durchaus ein Steak. Da eignet sich das Messer hervorragend und ich kann es mitbenutzen. Das heißt also, es kommt immer auf dich an, was möchtest du mit einem Taschenmesser machen? Möchtest du sammeln? Möchtest du es wirklich benutzen? Und da muss man natürlich überlegen, wie ist mir die Ergonomie des Griffes wichtig, dass ich hier wirklich leicht schwere Sachen machen kann. Also wie gesagt, dafür ist der Griff erstmal nicht sehr lang. Der passt gerade, also hier, der passt gerade in meine Hand hinein, dass ich es gerade eben anpacken kann. Aber diese Kante hier, die ist zwar jetzt nicht scharf, aber doch sehr dünn. Deswegen, ich würde sagen, ich kann damit nicht allzu lange Zeit richtig schwere Sachen schneiden. Ich sehe aber auch die Anwendung von diesem Taschenmesser nicht darin, lange damit etwas zu schneiden. Und die sind einfach auch zu schön.
um wirklich die in den Wald mitzunehmen. Ich zeige nochmal hier, wir haben zwei verschiedene Griffe zusätzlich. Diese Taschenmesser Liner Lore gibt es ja mit ganz vielen unterschiedlichen Griffen. Wir kommen gleich noch dazu. Hier speziell bei dieser Serie haben wir einmal aus Widerhorn, das so ein bisschen, ein bisschen rau, ja, das ist so krustenmäßig gemacht. Nicht richtig Kruste, weil die Wölbungen und die Täler hier sind nicht so groß. Und hier haben wir einmal ein Kuhhorn, sehr glatt, sehr, sehr schön. Also beide Taschenmesser wirklich außergewöhnlich schön und auch passend entsprechend mit diesem Kombination aus Damast und Horn. Wenn man sich ein bisschen die zukünftigen Produkte anguckt, die ich noch vorstellen werde, haben wir einmal hier ein Produkt, das ist das gleiche Liner Lock mit einem anderen Griff, aber mit der schwarzen Klinke dieses Mal. Und dann haben wir ganz neue Editionen, die Naturedition, Nature Edition mit Naturhölzer praktisch, aber die sind jeweils entsprechend gelasert hier mit einer besonderen Musterung. Es sind jeweils unterschiedliche, ich zeige mal hier, mit verschiedenen Hölzer und verschiedenen Laserungen, die im Grunde genommen sind ja alle gleich. Das heißt, die Form, die Funktion, die ist alle gleich, nur eben halt die Griffe sind eben anders. Und das sieht man dann natürlich auch entsprechend in dem Preis. Das Taschenmesser wird in einem sehr schönen Holzetui geliefert. Und zudem auch nochmal ein Kunstleder-Etui. Und da kann man sehen, wie wirklich dünn das ist, obwohl das Messer jetzt schon erstaunlicherweise dabei ist. Also ich sehe dieses Taschenmesser wirklich als, ich würde nicht sagen als Notmesser, dafür ist es einfach zu schön, sondern als Messer, um mal wirklich überall mitzunehmen und damit auch wirklich alles Mögliche zu schneiden, denn die sind natürlich wahnsinnig scharf. Die Qualität der Klinge ist durch den Maststahl auch sehr, sehr hoch, sodass ich wirklich fast alles schneiden kann. Und es ist eher so ein Designer-Edelmesser, ja, um zum Beispiel auch mal durchaus im Restaurant damit zu schneiden, denn seien wir mal ehrlich, das ist immer noch schöner als ein normaler Steakmesser in einem Restaurant und damit kann ich ja wirklich artgerecht ein Steakstück schneiden. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen von den Vorzügen dieser Liner Lock Edition entsprechend überzeugen oder zumindest ein bisschen, dass ihr überlegt, ob ihr solche Messer mal alternativ mit hat, wenn ihr vielleicht wenig Platz in eurer Hosentasche oder Damenhandtasche habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr entsprechend meinen YouTube-Kanal abonniert und verbleibe. Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Lagier.